Servus, Freunde. Meine Frau ist mein allerhärtester Bildkritiker und gerade sie kam jetzt wieder auf mich zu und hat gesagt, sie möchte mal wieder ein schönes, stimmungsvolles Bild, was sich toll in ihre Arztpraxis einfügt. Grund genug für mich, mal wieder runter zum Ammersee zu gehen und natürlich nach einem ruhigen, stimmungsvollen Motiv zu suchen. Dreimal dürfte erraten, was ich hier gefunden habe. Steg natürlich. Und da mache ich mich ja heute wieder ran und wenn ihr Lust habt, bleibt dabei. Ich zeige euch meine Einstellungen, die Perspektive, die ich wähle. Und am Ende kommt hoffentlich ein wunderschönes Foto raus. Ich werde es mal im Querformat probieren und auch im Hochformat, obwohl meine Frau das eigentlich im Querformat braucht. Und dann bin ich mal gespannt, was sie auch nachher dazu sagt, ob das was geworden ist. Die Bedingungen sind heute so la la la. Die Sonne zeigt sich nicht, aber sie ist hinter den Wolken und ich habe halt die Hoffnung, dass sich der Himmel noch leicht einfärbt, dass ich Konturen in den Wolken habe, weil es gibt zumindest Wolken. Und jetzt habe ich mir hier einen Steg ausgesucht, der tatsächlich Ruhe ausstrahlt, weil hier außenrum nichts ist, wenn man weit genug nach vorne geht. Und ich zeige euch den, den kennt ihr wahrscheinlich schon, aber ich zeige ihn trotzdem mal. Ne? So. Also mit stimmungsvoll, ruhig, meine ich auch zeitgleich minimalistisch, dass man eigentlich nicht im Bild umherwandert mit dem Blick, sondern dass dem Zuschauer recht einfach ist, das Bild einfach anzugucken. Deswegen lasse ich jetzt hier auch das Schilf weg, das Ufer weg. Es bewegt sich sowieso, weil ein ganz leichter Wind ist. Und von der Kameraperspektive aus werde ich wahrscheinlich hier weiter nach vorne gehen. Also wenn ich jetzt im Weitwinkel fotografiere und werde die Kamera ungefähr hier aufstellen. Wenn man sich diesen Steg jetzt hier genauer anschaut und würde die Kamera oben auf Stativ aufbauen, würde man sehen, dass hinter dem Steg, da geht es nochmal runter und da ist nochmal so ein zweiter kleiner Steg, so ein Podest. Den möchte ich eigentlich vermeiden aufzunehmen. Deswegen würde ich jetzt hier, wenn ich runter mit dem Kopf gehe, genau aus der Höhe raus fotografieren. Das fürs erste Foto. Denkbar wäre auch, dass ich noch weiter nach vorne gehe, um diesen zweiten Steg, diesen Podest noch mit aufzunehmen. Komm mal mit vorne, dann sieht man den ja gut. Hier könnt ihr den ja ganz gut sehen und ich habe so das Gefühl, dass der sich im Wasser ein bisschen bewegt. Also da muss man schauen, wie das mit einer Langzeitbelichtung funktioniert. Wenn ich jetzt ein 5-Sekunden Bild mache oder 10 Sekunden und der wackelt im Wasser, dann ist der einfach verschwommen. Ja, da kommt es nicht so gut. Muss ich sehen, ob es funktioniert. Das ist so die B-Variante. Ansonsten warte ich jetzt noch, bis die Wolken hier von links nach rechts noch weiterziehen, circa noch 15 Minuten, weil dann geht tatsächlich die Sonne unter, die man heute nicht sieht. Aber dann habe ich Farbe in den Wolken. Als allererstes suche ich jetzt nach dem richtigen Kamerastandort und ich weiß, dass ich auf 16 mm fotografieren will, damit ich den Steg sehr, sehr lange und mächtig aussehen lassen kann. Dann schaue ich mal, hier habe ich auf 16 mm zu viel vom Ufer drauf, hier auch noch. Hier so, das wäre hier so mein Standort, mein Standpunkt. Hier werde ich das Bild machen. Dann haben wir gesagt, die Kamera, die darf nicht zu hoch sein, dass ich dieses kleine Floß, was da dahinter ist, oder das Podest, das will ich nicht mit drauf haben. Und hier schaut man auf den Boden, auf die Latten. Ich habe hier Querlatten. Hier versuche ich vom Bildausschnitt her, das Bild so zu machen, dass ich die irgendwie nicht zerschneide. Wisst ihr, dass hier nicht irgendwie nur so ein Drittel oder noch weniger zu sehen ist, sondern dass ich die ganze Latte mit drauf habe, wenn es denn möglich ist. Und wenn ich jetzt hier von der Bildkomposition mir unsicher bin, vom Vordergrund mache ich es immer so, dass ich meine Blende komplett aufdrehe, um den Vordergrund gut zu sehen. Jetzt habe ich es schon auf 2,8 aufgedreht. Das Bild ist immer noch in meinem Display super dunkel. Da gehe ich jetzt hier einfach in die Belichtung rein und mache einfach eine längere Belichtungszeit. Und jetzt ist natürlich der Himmel komplett ausgebrannt, aber ich sehe jetzt super gut hier den Vordergrund, und zwar diese Latten. Um die geht es mir jetzt gerade. Und jetzt muss ich hier wirklich nur Millimeterarbeit am Kugelkopf verrichten, damit ich die ganze Latten drauf habe. Ist echt gut. Ich gebe mir jetzt auch noch mal kurz die Wasserwaage. Ich bin auch in der Waage. Das ist alles wunderbar und danach dann kann ich die Belichtung ja wieder anpassen. Beziehungsweise ich möchte hier Ruhe in dem Bild ausstrahlen, dass man nur auf diesen Steg guckt. Da werde ich jetzt einen Filter vorn draufsetzen. Und jetzt bei den Lichtverhältnissen
Könnte vielleicht ein 64er schon reichen und ein Polfilter, aber das werden wir gleich sehen. Es wird jetzt tendenziell immer dunkler, da bin ich vielleicht mit einem 64er ganz gut bedient. Den Filterhalter drauf. Ich werde auch jetzt, wo noch kein ND-Filter drauf ist, den Polfilter einstellen, indem ich hier jetzt einfach dran drehe und schaue einfach mal, was passiert mit dem Himmel, was passiert mit dem Wasser. Und ich kann jetzt diesen dunklen Bereich des Polfilters entweder in der Ecke vom Himmel hier gut legen, da wird halt der Himmel super blau, oder ich lasse ihn Richtung Wasserkante wandern, damit das Wasser dunkler erscheint. Und ich werde es tatsächlich so machen, dass hier unten im Wasser es einfach schöner und dunkler aussieht. Also das kann man machen, wie man will. Jetzt ohne Sonneneinstrahlung hat der Filter eh nicht so die Wahnsinnswirkung. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier einen 64er ND-Filter drauf tue, wie lange ich hier belichten kann. Weil ich weiß jetzt schon, ich möchte ja mindestens 5-6 Sekunden lang belichten. Jetzt drehe ich mal hoch, bin hier, sagen wir mal, auf 6 Sekunden. Jetzt kann ich die Blende schließen. Hier auf eine 7er, 8er Blende. Ist eigentlich perfekt. In meinen Augen perfekt. Ich lasse mir jetzt auch noch das Histogramm einblenden. Und ich sehe anhand von dem Histogramm, alles ist gut ausbeleuchtet. Ich habe hier so ein Berg und Tal. Also ist hier nichts ausgebrannt. Ich könnte jetzt vielleicht sogar auch noch 8 Sekunden lang belichten, wäre auch noch okay. Und so würde ich das Bild tatsächlich machen. Mein Horizont ist jetzt hier auch mittig. Das widerspricht jetzt hier komplett der Drittelregel oder dieser Regel, dass man den Horizont irgendwie ins obere Drittel packen soll. Aber ich mache es trotzdem so, weil es gefällt mir einfach. Das ist ja echt jedem überlassen. Und fokussieren werde ich dann hier vorne auf die Mitte des Steges. Ich setze jetzt den Fokus und jetzt kommt ein Move, den mache ich immer. Ich schalte hier einfach in den manuellen Modus. Zack, in den manuellen Fokus. Dann bewegt sich hier auch nichts mehr am Fokus und kann jetzt so getrost das erste Bild machen. Einfach als Test, ob ich damit zufrieden bin. Ich gehe jetzt auch in die 2 Sekunden Verzögerung rein, Selbstauslöser. Muss hier wieder aufpassen, dass ich hier nicht rumlaufe auf dem Steg, weil jede Erschütterung macht mein Bild dann unscharf oder verwackelt halt alles. Und Freunde, das ist schon mal ein ganz geiles Bild. Ich glaube, ich belichte jetzt 5 Sekunden. Das sollte ich jetzt ruhig hier halten können. Schau jetzt hier, dass die bunte Geschichte vorne ist. Da habe ich einen Kontrast. Daniel, drück mal drauf. Autofokus ist eingeschaltet. Machen wir einen Versuch. Okay. Der Wolkenhimmel über dem Steg, der macht echt nichts her. Das wird, glaube ich, nichts mit dem perfekten Stegfoto. Aber mir ist jetzt hier gerade dieser Grasbüschel im Wasser aufgefallen, der hier gleich neben dem Steg ist. Und jetzt versuche ich doch da mal mein Glück, um hier auch mal irgendwie ein anderes Motiv aufzunehmen. Schauen wir den Polfilter an und stelle den so ein, dass der Vordergrund dunkel wird. So kann ich in die Steine reingucken. Und belichte hier jetzt höchstens 4 Sekunden oder so, in der Hoffnung, dass hier nicht zu viel verwackelt. Vom Fokus her nehme ich hier die Mitte vom Grasbüschel, gehe hier wieder in den manuellen zurück, richte die Kamera noch exakt in die Waage aus, weil ich in der Nacharbeit nichts mehr zu tun haben will. Und baller hier mal los. Bin jetzt auf 4 Sekunden und habe hier eine 2,8er Blende. Sieht auch interessant aus. Gar nicht so schlecht.
Aber so, Leute, so läuft es halt in der Natur- oder Landschaftsfotografie. Man geht los, man hat ein Ziel vor Augen, steht da, wartet und die Natur macht einem Strich durch die Rechnung. Aber es ist auch wichtig, euch das zu zeigen, dass ich nicht jeden Abend losgehe, mache hier bam, 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 sondern ich gehe auch manchmal mit gesenktem Haupt nach Hause und denke mir, scheiße, ich muss morgen wieder ran. Aber ich lasse nicht locker, weil irgendwann kommt der Moment und der Tag, da macht man einfach das Top-Foto und man muss einfach nur dranbleiben. Dann kommt man zu seinem Foto oder Ziel. Bye bye, Leute. Das war's heute von mir vom Ammersee. Bis zum nächsten Video. Ciao. Scheiße. Kein geiles Bild heute. Aber so ist es. Mit diesem kleinen Misserfolg da vorne auf dem Steg konnte ich mich nicht zufrieden geben. Bin jetzt doch nochmal runter nach Eidenried gefahren, um zu sehen, wie es hier aussieht. Natürlich bin ich jetzt hier komplett im Dunkeln angekommen, aber ich habe hier was entdeckt. Das habe ich so noch nicht fotografiert. Und zwar auf der gegenüberliegenden Seite, drüben in Diesen, ist ein super heller Scheinwerfer. Und wenn es außenrum richtig dunkel ist und ihr habt eine Lichtquelle, da könnt ihr euch sicher sein, dass das einen richtig geilen Blendenstern gibt. Und das setze ich jetzt hier um. Ich bin jetzt hier am Steg, und zwar neben dem Steg, suche mir hier eine Führungslinie. Also da nehme ich jetzt einfach hier diese Pfosten oder Pfähle, die im Wasser sind. Die führen mich in Blickrichtung dieser schönen Lichtquelle. Ich versuche die einigermaßen mittig zu zentrieren und zeige euch, wie ich dieses Bild mache. Und dieses Nachtbild gefällt mir, ich glaube, jetzt schon mal besser als das vorne am Steg. Kommt mal mit, ich zeige euch mal, wie es geht. Meine Kamera habe ich aufgebaut, in die Waage gebracht und habe versucht, diese Lichtquelle genau in die Mitte, also zentriert, hier darzustellen. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt muss ich ja eigentlich die gesamte Bildkomposition beurteilen und das mache ich jetzt über meine C4-Taste. Die habe ich hier gespeichert, die helle Überwachung, und schon ist jetzt hier alles hell in meinem Display. Und jetzt habe ich einfach darauf geachtet, dass ich diese Pfähle nicht irgendwo zerschneide oder abschneide, dass die gut zu sehen sind und dass der Schatten und die Spiegelung von den Pfählen auch ganz im Wasser zu sehen ist. So, und jetzt, wenn man hier auf die Belichtungswaage guckt, bin ich hier auf -2, also komplett unterbelichtet. Das waren noch die Einstellungen von vorhin. Jetzt überlege ich mir auch, bei welcher Blende habe ich denn hier einen richtig schönen Blendenstern? Und bei so einer hellen Lichtquelle brauche ich keine F22, da kann ich schon auf eine F14 oder sowas gehen, F13, F14. Ich bleibe mal bei einer F14. So, als nächstes sage ich mal, ich möchte jetzt ungefähr 10 Sekunden lang belichten, damit das Wasser auch richtig schön geglättet wird. Jetzt bin ich immer noch auf -2. Als nächstes drehe ich an der ISO nach oben. Und ich drehe hoch, bis hier irgendwas passiert. Ah, ihr seht hier, zack, ich bin jetzt schon auf -1,7 und schon auf einer ISO 2500. Das ist mir jetzt von der ISO zu hoch, da wird mir das Bild zu sehr rauschen. Deswegen belichte ich doch lieber ein Stückchen länger und gehe mal hier auf 20 Sekunden. Und gehe hier vielleicht runter auf ISO 2000. Jetzt bin ich hier leicht unterbelichtet mit einer Belichtungsstufe, aber das macht gar nichts. Autoweißabgleich ist eingestellt. Ansonsten 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Und vom Fokus her, den muss ich noch einstellen. Da will ich jetzt natürlich vorne drauf fokussieren. Da gehe ich mit meiner Lupe ran. Und ihr seht, das wäre hier so der Fokus. Allerdings tue ich mir jetzt schon wieder total schwer, den Fokus zu ziehen auf einer F14. Deswegen gehe ich jetzt wieder den Schritt, dass ich meine Blende aufmache, auf die 3 oder sowas. Gehe mit der Displaylupe wieder ran und ziehe jetzt den Fokus. Das fällt mir nämlich viel, viel einfacher. Hier kann ich den Fokus viel, viel schöner und geschmeidiger einstellen. Und so habe ich ihn. So habe ich ihn jetzt. So. Selbe Spiel nochmal. Ich gehe hier wieder auf die F14 ungefähr. Und da machen wir das Bild. 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Los geht's.
Effekt des Blendsternes, den hätte ich jetzt niemals auf 16 mm oder auf 20 mm. Ich bin jetzt hier bewusst auf 70 mm gegangen. Es wäre meine Kamera fast umgefallen, wie geil. Aber eine Sache kann ich euch noch mitgeben, was Blendensterne angeht. Wenn ihr eine sehr helle Lichtquelle habt, dann müsst ihr die Blende nicht schließen bis F22. Da reicht schon F14 zum Beispiel. Ja, also ihr müsst nicht die volle Blendenzahl ausschöpfen. Das ist nicht notwendig. Aber wenn diese helle Lichtquelle weit weg ist, dann werdet ihr auf, sagen wir mal, auf 16 mm oder 20 mm kaum diesen Blendstern sehen. Den muss man sich echt ranholen. Also weite Lichtquelle, lange Brennweite. Ja, da hat man jetzt zum Beispiel auf 70 mm ein ganz anderes Bild wie auf 24 mm, wenn es um den Blendenstern geht. Wenn ihr aber in der Stadt unterwegs seid und ihr wollt die Laternen als Blendensterne schön darstellen, ist es auch cool, mit dem Weitwinkel zu fotografieren, wenn die eben nicht so weit entfernt sind. Dann kommen die auch richtig gut. Genau, das wollte ich euch einfach nur mitgeben. Und jetzt wird die nächste Aktion der Uttinger Sprungturm sein. Wir sehen uns im nächsten Video.